Hua! Ich spare gerade ein bisschen Munition, falls man das merkt. Indem ich einfach nur die Machtschüsse benutze. Andererseits. So geht's schneller. Den Angriff benutzen wir auch nie. Das ist eigentlich ziemlich gut, um Distanz zu kappen. Ah ja, die sind zurück. Der Platz. Halt. Ich möchte sicher gehen, dass wir als erkundet haben und gescannt haben. Weil wir hier umgedreht waren, weil ich das Gefühl hatte, dass es nach oben weiterging. Aber gut, hatten wir wohl. Ach komm schon! Gut, das funktioniert wohl nur in Star Wars The Old Republic. Survivor töten uns Aufzüge einfach. Niemand. Oh, du bist. Du hast mich alle ausgeschaltet. Ausgeschaltet kann man das wohl nennen, ja. Genau, das war nämlich das Rätsel unten. Und das habe ich irgendwie erkannt. Sieh mal da. Sieh mal wo. Die Brücke zur Pilgerzuflucht. Ah, da. Da ist was. Joinks. Bringen wir sie zu Schwester Task. Neuer Meditationspunkt. Direkt einmal ein Durchmeditieren. Fähigkeiten. Fällt mir gerade auf. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Nutzen wir ihn. Um die Jedi-Konstellation zu vervollständigen. Verlängert die Dauer von verlangsamen bei Gegnern zusätzlich. So. Vorwärts, BD. Jed. Also das? Oh nein, wir haben... Ich habe mich nämlich ausgeruht. Wir ruhen uns kurz aus. Bevor ich da hochgehe und mich prüge mit was auch immer ich da oben höre. Wir haben hier einen Meditationspunkt bekommen. Das schreit danach, dass irgendwas Böses im Busch ist. Das wird die Anachoreten interessieren. Was sehr Böses, oder? Marin! Ich habe getan, was ich konnte, aber da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Ha. Ich will mich mit ihm nicht prügeln. Oh nein. Wir besiegen sie gemeinsam. Schaden wir nicht.
Halt dich fest! Mach Pause! Schon einen Weg in den Tempel gefunden? Nein, aber ich habe gehört, wie Imperiale von einer neuen Ausgrabungsmaschine sprachen. Gehen wir. Wohin gehst du? Tschüss! Geh scheinbar hier lang, Maren. Nicht sicher, was hier lang wirklich bewirkt. Aber vielleicht gibt es eine gute Abkürzung. Nein! Schriftrolle. Wie lange das wohl schon hier war. Es ist ja nicht so, als hätten wir irgendeine Eile im Plot. Ups. Und führt das? Warum macht das mir Angst? Wird das ein verdammtes Energiefeld? Toll! Wirklich, wirklich sehr schön. Danke, Spiel. Ja gut, sie ist da. Wir sind hier lang gegangen. Wir müssen noch nicht meditieren, wir sind noch heile genug. Maren macht das Ganze so um einiges angenehmer. Gut. Maren? Moment. Entkaputifizier's. Ich bin immer noch beeindruckt. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Cal Kestis. Kannst einfach Danke sagen. Ah, sehr gut. Hörst du das auch? Die Ruinen singen. Es kommt aus der Kammer dort. Dann musst du einen Weg hineinfinden. Muss ich? Wenn wir springen, werden wir darüber gewählt, nicht wahr? Jetzt okay. Oder nie. Dir auch, Hexe. Wo kommen wir hier hin? Weil ich direkt wieder umdrehen wollen. Ehrlich gesagt, ja, werde ich. Man weiß niemals, was der echte Weg ist. Okay, verstehe. Das war der echte Weg. Also nehmen wir das Echo mit. Au. Der ganze Weg. Nur um zu sterben. Eindringlinge im Sturm. Wenn Plünderer in die heiligste Kammer des Pfades eindringen, erhalten sie ihre gerechte Belohnung. Kein Schatz ist es wert, dafür zu sterben. Was mit dem einen Ring? Geh da rein.
Okay. Die Macht ist stark an diesem Ort. Ich sehe, so denke ich zumindest. Diese Ruinen singen also doch. Wieso? Ich hab E gedrückt. Ich habe E gedrückt, Spiel. So. Das Sounddesign ist aber schon beeindruckend. Geh dran. Na gut. Gibt's im Raum noch irgendwas weiteres? Nichts, was ich gerade sehen könnte. Müssen wir das Seil? Nun gut. Sie hat eine Pappwand. Was ist hier? Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Maza. Die Garnison ist halb leer. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber Marin und Grease sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Cal, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin du sie auch führst. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet wurde... Was Grease zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Aber seitdem bist du leichtsinnig. Ich mache mir Sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Cal, vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Hoch! Springe und drücke Shift, um zu spurten. Spurte, um weiter durch Windböen zu spurten. Oh! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Konzentriere dich auf den Moment. Und durchbrechen! Diesem Sturm die Stirn bieten. Bereit machen, BD. Oh. Ich weiß immer, wohin sie mich führen muss. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Okay, wir könnten der Luft jetzt ausweichen. Das ist super. Das wäre gegen Frogge so nützlich gewesen. Cal, was ist passiert? Sie selbst. Ich bin besser geworden. Warte kurz auf mich. Ich muss kurz mal was schauen. Nein, hier ist nichts.
Okay, das wird nützlich sein. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Finden wir es raus. Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Das ist nicht gut. Was? Bruder Amias ist noch da drin. Teilen wir uns auf. Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Wir sehen uns drin. Nein, wir sind per ablenken. Was ist das? Wer hat das verbrochen? Ich muss meine Mitte finden. Find mal deine Mitte. Kann nicht schaden. Jetzt sind wir hier. Verstehe. Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Bora Sturmschiff gelandet. Ich beginne Ausgrabung an der nördlichen Front des Tempels. Das Ding wird den ganzen Laden in kürzester Zeit ausheben. Wir kommen also früh nach Hause. Frühestens zu Weihnachten, nicht wahr? Hallöchen, Atonia. Auch dir eine gute Dämmerung und das Gestalten. Das Leben gestaltet sich ganz gut gerade, außer dass wir scheinbar so ein riesiges, verdammtes Bohrschiff bekämpfen dürfen. Na toll. Und wir haben eine neue Mobilitätsfähigkeit gelernt. Wir sind jetzt barrierefreier. Nicht so barrierefrei allerdings. Wohin führt uns diese Raffelwand? Wir können es in der Luft ausweichen. Das wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Marin sie bremsen. Was interessiert mich jetzt gerade? Nein! Nein! Okay, ich habe den Wind nach oben gehen sehen, dachte, vielleicht können wir da hochgeschleudert werden. Die Antwort war nein. Perfekt. Ich hatte immer schon Höhenangst. Aber wem sage ich das? Ich habe den falschen Beruf. Klüger wäre gewesen, Landkruppler zu werden. Andererseits habe ich Feuer auch nie gemacht. Weißt du, wie das ist? Man muss seine Ängste halt überwinden, nicht wahr? Was machst du hier? Tschüss! Er hätte den Jetpack zünden können, wenn die Höhenangst nicht geholt hätte. Weißt du, wir können jetzt in der Luft ausweichen, aber okay. Kein Grund, jetzt abhängig davon zu werden. Was? Wie geht's dir, BD? Hast du Spaß da hinten? Ist ja eigentlich schon mal fest, das ist kein Mond. Das ist wahr. Was? Ach ja, wir müssen da hinten rüber. Nein. Kell. Ich weiß, das ist schwierig für dich, aber Kell. Mach das. Ich will nur prüfen, ob wir hier drauf irgendwas Interessantes haben. Nein. Haben wir nicht. Okay, gut. Schön zu sehen, dass ich mal wieder enttäuscht wurde. Haha.
Ich bin ganz ehrlich, so ein Teil würde ich auch gerne steuern. Ich kann dich da unten sehen. Kannst du das? Dann mach das Beste draus. Da kommt noch mehr. Hallo. Hallo, Kiste. Klopf. Mäßigung. Wir sind jetzt so mobil. Und führt uns das. Also ich weiß... Der nächste Schritt ist in die Richtung. Aber ich muss herausfinden, was da ist. Aha, ich sehe gar nichts. Vortrefflich. Ich frage mich, ob wir neue Skills gekriegt haben, dieses Luftausweichen. Ups. Na toll. Okay, wir sind beim Tempel. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Nichts hier. Muss man prüfen. Gut, hier gibt es... Nichts. Das da unten sind Raffelwände. Aber ich hätte keinen blanken Schimmer, wie wir da hinkommen würden. Ah, wir finden den Weg schon noch. Kein Grund umzudrehen. Halt. Einfach behalten. Hallo? Hab dich gefunden, Eindringling. Ich dich auch. Noch eine Schriftrolle. Wir sind die Einzigen, die Grabraub betreiben dürfen. Genau, von hier hinten kommen wir. Ich musste nur kurz mal rekapitulieren, um sicherzustellen, dass wir nichts übersehen. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Ansonsten, alles, was wir jetzt übersehen, müssen wir später wieder neu aufsuchen. Gut, wenn es hier nichts weiteres gibt, dann gehen wir durch lustige Spalte. Die lustige Spalte. Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Du weißt, was du zu tun hast. Zuflucht für alle, die danach suchen. Klingt zu Beim Überschreiten der Tempelschwelle werden Reisende eingeladen, über ihre Pilgerreise zu meditieren, bevor sie auf die nächste Reise begeben. Schön, um wahr zu sein. Oh, hallo. Die Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hafen sein.
Heckkünste? Vielleicht. Vielleicht findet hier dadurch irgendwie einen Weg, unseren BD-Bissen beim Hacken zu helfen. Wobei, ja, wir wissen ja, dass sie Heckkünste hat, aber vielleicht kann sie auch was verbessern. Wer weiß. Vor Jahrzehnten stand die Pilgerzuflucht vor all jenen offen, die verfolgt wurden und Sicherheit suchten. Mittlerweile haben Sir Yunda und Enno Cordova den Ort umfunktioniert. Er dient jetzt vornehmlich Anhängern des versteckten Pfades als Anlaufstelle. Moment, wenn wir hier durchgegangen sind und dadurch tatsächlich weitergekommen sind. In welche Richtung hat der andere Weg geführt? Vor eine Wand, ich verstehe. Na gut. Da hinten haben wir aber wieder den Meditationsort. Das heißt, wahrscheinlich werden wir gleich zusammengeschlagen von irgendwas. Und das irgendwas ist wahrscheinlich der riesengroße, wütende Bohrroboter. Das klingt nicht gut. Dieser Ort wird nicht lange standhalten. Meryl macht das schon. Solange wie der Plot es erfordert. Da unten sind schon mal so ein scheiß DT-Trupper. Die Zuflucht hat einige neue Verwalter. Dieser Wachtdroide könnte Ärger bedeuten. Können wir den Felsen davon runterschmeißen? Hier? Vorsicht, Kerl. Hops, hops. Wo wir davon reden. Okay, wir haben Raketenkarl, wir haben die Minigun da hinten. Wir haben den ehemaligen Trooper. Also den ehemaligen Droiden, bei dem ich mir nicht sicher bin. Wie wir den vielleicht ausschalten können, ohne dabei zu verrecken. Ey. Sehr, sehr aufpassend von dir. Holt euch den Feind. Ist da oben jemand? Der Eindringling macht einen Fluchtversuch. Da oben war's. Die Rakete, genau. Oh nein, da sind zwei. Die Rakete, ich habe mich gewundert, wo sie war. Jetzt wissen wir es. Komm, pack sie aus, schick sie los, wir schicken sie zurück. No you. Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe theoretisch unendliche Macht, weil die mir regeneriert. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr Lappen. Einheiten werden dezimiert. Korrekt festgestellt. Du wütender Toaster. Du kommst besser nicht zurück. Nein, nicht den. Auf Einzelkampf. Ja, wir beide reden gleich noch miteinander.
Er fliegt! Alter! Hoch da! Wir haben viel Deckung. Hat der einen Raketenwerfer da dran? Das ist ironischerweise gar nicht mehr so schlecht. Seine Raketen können wir auf ihn zurückschicken. Hast du gut festgestellt. Willst du schießen? Wenn wir darunter springen, dann mit dem großen Schwert. Aua! Mach Pause! Lass das! Das Imperium hat immer noch keine Ahnung, was vor seiner Nase ist. Aber irgendwann werden sie das Versteck finden. Wir müssen in Bewegung bleiben. Hm. Sind so viele Kraftfelder. War ein Versuch wert. Fliegst du mich zusammen? Gute Rettungsaktion. War den Versuch wert. Aber natürlich nicht. Das ergibt keinen Sinn. So, hier oben haben wir eine Werkbank, wo wir unsere Waffen tatsächlich umswitchen können. Das ist sehr nützlich, sehr hilfreich. Aber gerade nicht so wichtig. Ich will gerade nur sicher gehen, dass wir nichts übersehen, was wir nutzen können. Es sind aber überraschend viele Kraftfelder hier. Irgendwann müssen wir auch lernen, was wir damit machen können. Ihr merkt, ich bin schon verzweifelt. Na gut, gehen wir den Weg weiter.